war eine gute Hinrunde auf jeden Fall, ja, bin zufrieden. 14 Spiele, 11 Siege, 2 Remis und nur eine Niederlage, dazu 50-7 Tore. Die Bilanz von Borussias Frauen zur Halbzeit der Regionalliga-Saison kann sich sehen lassen. Zum Abschluss ihrer Hinrunde landeten sie noch einmal einen klaren 8:0-Erfolg gegen den GSV Moers und behaupteten damit die Tabellenführung. Die erste Halbzeit haben wir auch nur 1:0 geführt, das wollten wir auf jeden Fall verbessern. Und zweite Hälfte lief dann Bombe, ja. Hat Spaß gemacht. Der erste FC Köln 2, derzeit punktgleich, kann aber am kommenden Wochenende mit einem Zähler gegen Berghofen noch am VfL vorbeiziehen. So oder so, es bleibt eine Hinrunde, mit der alle zufrieden sein dürfen. Nach dem Abstieg aus der zweiten Frauen-Bundesliga rappelte sich das Team wieder ordentlich auf. Der Anfang war so ein bisschen holprig, man wusste nicht, wo die Reise jetzt hingeht. Der Abstieg war schon bitter. Es war ein Schock für uns, für die ganze Mannschaft, dass sie abgestiegen sind, weil wir waren qualitativ einfach eine ziemlich gute Mannschaft. Wir sind halt echt sehr stark in die Saison eingestiegen, letzte Saison. Dann kam halt die Corona-Pause dazwischen, dann sind wir halt, ja, gab es halt schon so einen Absturz. Haben dann natürlich auch gesagt, okay, werden uns jetzt auf die Saison konzentrieren, Regionalliga annehmen und so gut wie möglich da auch die Spielerinnen dann fördern, fordern und ja, von Spiel zu Spiel denken. Und das hat dann am Anfang ganz gut geklappt mit den Ergebnissen. Dann kamen ja ein paar Spiele, wobei wir ja nicht so gut waren. Gegen Köln verloren, danach dann gegen Siegen unentschieden. Und danach sind wir wieder hochgekommen quasi und sind wir wieder besser geworden, das Team ja auch. Und das hat man ja auch gesehen, die letzten Spiele. Ging die Kurve eigentlich steil nach oben. Da sollten wir dran anknüpfen auf jeden Fall. Klar, also wir freuen uns jetzt, glaube ich, alle erstmal auf die Pause, dass wir einfach mal Erholung haben ein bisschen, bei der Familie sein können. Und dann freuen wir uns, wenn es wieder losgeht. Und dann gucken wir von Spiel zu Spiel ab dem Zeitpunkt. Dabei musste das Team von Trainer Christoph Schäfer mit einigen weiteren Widrigkeiten umgehen. So verletzten sich gleich zu Beginn der aktuellen Saison Stammkräfte. Wir haben auch gute Verstärkung aus der zweiten dann gekriegt, weil sehr viele Innenverteidiger ausgefallen sind leider am Anfang direkt. Und die haben aber sich direkt eingefunden, als wenn sie nie, also hätten sie schon immer zu uns gehört. Insgesamt wird auch bei Borussias Frauen besonderer Wert darauf gelegt, dass viele junge Talente ihre Chancen bekommen. Das sieht man auch auf dem Trainingsplatz. Wir haben in der Saison 6 Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft schon im Kader fest der ersten. Dazu kommen nochmal 3 ganz junge, die gerade erst aus der U17 gekommen sind, die regelmäßig mittrainieren. Und heute haben wir gesagt, wir machen das mal mit der zweiten Mannschaft gemeinsam, um einfach klarzumachen, dass wir hier sehr, sehr eng zusammen sind und die zweite Mannschaft eigentlich die Vorbereitung ist auf die erste Mannschaft. Und auch Borussias zweite Frauenmannschaft hat sich trotzdem auch im eigenen Ligabetrieb sehr gut geschlagen. In der zweiten Frauen-Niederrhein-Liga steht sie auf Tabellenplatz 2. Wir haben natürlich durch die sehr junge Mannschaft auch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt in den ein oder anderen Spielen. Hatten so in ein, zwei Spielen nicht die Ergebnisse, die wir uns vielleicht gewünscht hätten. Insgesamt ist das von der Platzierung aber bis hierhin okay. Eines zieht sich durch die ganze Abteilung. Der Zusammenhalt ist besonders stark und das zeigt sich dann auch in den Ergebnissen. Die Gemeinschaft unter den Spielerinnen, auch mannschaftsübergreifend, ist schon gut. Dadurch, dass man ja auch mit vielen aus der ersten Mannschaft zum Beispiel dann auch schon mal zusammengespielt hat, kennt man sich auch neben dem Platz soweit ganz gut, sodass da die Trennung nicht ganz so scharf ist zwischen den Spielerinnen. Und so nehmen die Mädels sich auch für die kommende Rückrunde wieder einiges vor. Dabei wird aber auch ein weiterer Aspekt nicht vergessen. Wir wollen auch schön Fußball spielen. Ergebnisse sollen natürlich auch stimmen, das ist ja auch klar. Aber das Fußballerisch soll immer wieder verbessert werden, optimiert werden. Und da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Die Ergebnisse zeigen es ja auch. Es macht Spaß, im Frauenfußball anzuschauen, weil man merkt auch einfach die Entwicklung generell in den letzten Jahren, was passiert ist. Was die Mädels technisch können, was sie für Fähigkeiten haben. Also hohe Achtung dafür. Und klar, die Ergebnisse zeigen, wir schießen, glaube ich, pro Spiel, ich weiß gar nicht, 4 Tore, versuchen attraktiven Fußball zu zeigen. Die Zuschauer kommen dann auch manchmal auf ihre Kosten, denke ich mal. Und wird sich für jeden lohnen, da auf jeden Fall auch mal öfters bei uns vorbeizuschauen, klar, oder generell beim Frauenfußball. Und auch wenn man natürlich von Spiel zu Spiel denkt, Borussias Frauen, egal ob in der ersten oder zweiten Mannschaft, haben die richtige Einstellung. Sie gehen auf den Platz und wollen einfach alles gewinnen. Ja, da gehen wir vor, würde ich sagen, 100%. Und dann mal schauen, wie das so läuft.